bei der Blasmusik, beim Sport, beim Roten Kreuz. In Österreich leben immer mehr Vereinsmeier. Mittlerweile zählt die Statistik Austria rund 125.000 Vereine. Die Zahl steigt Jahr für Jahr. Corona-Lockdowns haben den Vereinen aber Mitglieder gekostet. Sie gehen jetzt wieder auf die Suche. Die Leute können heutzutage nicht mehr wirklich Blut zeigen oder irgendwas anderes oder sich schmutzig machen. Dementsprechend sind wir heute da, dass wir sagen, hey Leute, wir machen das gern und schaut euch das an. Die Möbeltischlerei Wipro in Vorderweißenbach stellt den Organisationen heute ihre neue Produktionshalle zur Verfügung. Auch wenn die Chefs selbst keine Vereinsmeier sind. Ich sage, wenn ich heute was mache, wenn ich wo dabei bin, dann muss ich mich einbringen, dann muss ich zur Verfügung stehen. Entweder ich mache es gescheit oder gar nicht. Und diese Zeit können wir halt selber einfach nicht frei machen. Aber wir wollen trotzdem mithelfen, unterstützen. Die Gruppen also heute auf Nachwuchssuche. Sie zeigen dafür, was sie können. Wie warm ist hier gerade warm? Da drinnen ist schon ganz schön warm, aber wir haben die richtige Schutzkleidung dazu. Pieper Schlag hat kein Nachwuchsproblem, auch weil das Feuerwehrgehen hier oft in den Familien liegt. Heinz Dunfert ist beigetreten, weil sein Vater einst Kommandant war. Man muss als erstes einmal als Feuerwehrmann viel Zeit mitnehmen, weil die Ausbildung schon herausfordernd ist. Und man darf nicht der sein, der sofort nervös wird. Und einfach ruhig bleiben und das, was du gelernt hast, dann umsetzen. Und es sind normalerweise alle erfahrene Kameraden da, die dir dann sagen, was du machen sollst. Zuletzt sind viele Junge dazugekommen, so Dummfahrt. Anders beim Roten Kreuz. Der Rettungsdienst sucht dringend Freiwillige. Man hat eine Teamfähigkeit einmal, man ist immer benannt, man lernt Leute kennen, man kann Spaß haben, Party machen auch unter anderem, das gehört auch bei uns dazu. Aber auch wenn es ernst wird, sind die Kollegen da, vor allem nach belastenden Einsätzen. Du hast immer deinen Partner, grundsätzlich sind wir immer zu zweit, zu dritt und dementsprechend ja, kann man mit den Leuten natürlich auch reden, weil die haben das selber miterlebt wie du. Auch anderen Einsatzorganisationen in Österreich gehen die Leute aus. Ein Grund: nicht jeder Chef erlaubt, dass freiwillige Helfer im Notfall den Arbeitsplatz verlassen dürfen. Also wir haben doch einige Mitarbeiter beim Roten Kreuz und bei der Feuerwehr. Und wenn ein Einsatz ist und die Leute werden da benötigt, dann ist das für uns selbstverständlich, dass das ermöglicht wird und brauchen gar nicht großartig fragen. Weil man selber auch froh ist, wenn halt irgendwas ist, damit auch andere Betriebe vielleicht andere Feuerwehr rauslassen und bei uns helfen können. Denn im Ernstfall sind wir alle auf sie angewiesen, die freiwilligen Helfer im Land.